Herzlich willkommen in Detroit, herzlich willkommen bei den Schweden oder sollte ich besser sagen bei den Chinesen. Naja, es ist ein bisschen kompliziert. Die Chinesen geben viel Geld aus, damit Volvo in Schweden wieder in die Spur findet. Und die tun das mit einem deutschen Designer, Thomas Ingelhardt. Und das ist sein zweiter Entwurf. Für mich das schönste Konzept, was hier in Detroit auf der Autoshow steht. Und das Schönste an allem ist, dass wir von diesem Konzept wahrscheinlich noch in diesem Jahr eine Serienversion sehen werden. Volvo erneuert nicht nur sein Design, sondern auch gleich noch die Motorenpalette. Künftig werden wohl nur Vierzylinder zum Einsatz kommen. Die PS-Zahl reicht aber trotzdem von 120 bis hoch auf 306. Wie machen die Schweden das? Sie kombinieren die Motorenpalette auch gleichzeitig mit einem Elektrostrang. Das heißt, es gibt auch Plug-in-Hybriden und die bringen dann auch einmal zusätzliche Elektro-PS mit. Das heißt, es wird künftig nicht nur stark, sondern auch sparsam in Schweden zugehen. Was wir hier sehen, das gibt uns einen Ausblick auf den neuen XC90. Der alte XC90 ist ja schon sehr lange am Markt und deswegen wird es mal Zeit für einen neuen, frischen Look. Was wir hier aber auch sehen, ist, dass das hier ein SUV-Concept-Coupé ist. Das heißt, es könnte künftig auch eine Art XC80 zum Beispiel geben. Wahrscheinlich wird es auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass künftig der BMW X6 oder auch ein neuer Q6, wenn er denn kommt, noch mehr Konkurrenz kriegen. Und zwar aus Schweden.